noch Blumen da unten. Das ist ja tatsächlich ein Garten, der schwarze Garten. Hallo zusammen und willkommen bei McRalph spielt Destiny. Wir sind zurück in Destiny und ich begrüße der Götzler. Grüß dich. Hi. Ich habe so die schwere Vermutung, dass wir hier gerade vor dem Finale der ersten Storyline von Destiny stehen. Und zwar müssen wir zurück zum Mars. Da gibt es nämlich noch eine Level 18 Story-Mission, der Schwarze Garten. Kämpfe dich durch das Tor und betritt den Schwarzen Garten, um sein Herz zu zerstören. Ich denke, wir haben nur eine einzige Chance. Wenn wir es schaffen, retten wir den Reisenden. Wenn nicht, erobern die Vex unsere Welt. Wie auch immer es ausgeht. Ich bereue nichts. Okay. Das Auge des Torlords ist geladen. Gehen wir zum Tor. Tal der Könige. Was Großes aber auch. Hat nicht schlecht, wenn man auf dem Halt auszulöschen. Hoffentlich klappt das. Da durchgehen. 18. Yeah. Wo sind wir? Nichts kommt rein, nichts geht raus. Wenn das der Schwarze Garten ist, ist er außerhalb von Raum und Zeit. Ui. Sie sind in einer Art Stasis. Da willst du auf die drauf crossen. Die haben auch schon ein bisschen Moos angesetzt, die Jungs, ne? Ja. Ob die dann wohl alle noch aktiviert werden? Dunkelheitszone. Vertrauenswürdiges Licht. Oh, ist das der Halo-Ring? Boah, ich werde fast runtergesprungen. Was extrem Dunkles. Das muss das Herz des Schwarzen Gartens sein. Ich werde jetzt fast runtergesprungen, ne? Wie geht's? Schwierig, die Höhe einzuschätzen. Das ist gar nicht so weit. Noch Blumen da unten. Das ist ja tatsächlich ein Garten, der Schwarze Garten. Rechts. Ich finde es gerade echt noch ein bisschen verstörend, dass der Schwarze Garten tatsächlich ein Garten ist, wo ein Haufen Blumen drin wachsen. Das finde ich gerade irgendwie echt strange. Sackgasse. Ich hab's auch nicht als Garten erwartet. Ganz in der Nähe. Das ist alles eine einzige Maschine. Bring mich zu diesen Clustern. Geist einsetzen. Datenspeicher scannen. Manipulieren. Ich muss nur die Verschlüsselungen knacken. Geschafft! Jetzt die andere! Das ging ja schnell. Ich muss nur die Verschlüsselung knacken. Geschafft! Es funktioniert! Eine Säule formt sich! Hui. Jetzt ergibt langsam alles Sinn. Okay, mal sehen, ob das funktioniert hat. Warst du schön bei dem Speicher oder was? Ich kämpfe gegen die Hydras alleine. Ja, du machst es doch ganz gut. Top so wenig. Drin. So, wir retten hier mal eben schnell die Menschheit. Zumindest vorerst. Zugang als Torlord. Ja, dafür haben wir das Auge gebraucht. Ah, Torlord. Verstehen wir auch das Wortspiel. Mal rein, ja.
Ah ne, da kommt ein Torlord. Ja? Hey, ja, ich glaube, das ist einfach nur der Schlüssel, ne? Ja. Tja, dann mal los. Was auch sonst. Okay. Sind die drei Statuen? Ja. Hm? Es wären drei Gegner. Jemanden gestört, hä? Mhm. Und kannst auch Götter töten? Ja. Ich hab wohl keine Wahl. Haben mal wieder was gesagt? Dann machen wir sie platt, hä? Ich bin dabei. Alles klar. Oh, gleich hinter dir sind Gegner gespawnt, auch nicht schlecht. Warten. Da die erste Statue, die steht genau dort. Das ist vielleicht nicht so die gute Idee. Auf die andere Seite gehen. Da passiert was. Diese riesigen Statuen erwachen zum Leben. Hoffentlich nacheinander. Ist nacheinander. Okay. Aber da kommen auch kleine Gegner, ne? Sieht schon stylisch aus mit deiner. Das Herz stirbt. Kämpf weiter. Großen Raketenwerfer auf dem Rücken. Bin wieder da. Ich hab Munition. Let's go. Erledigt. Ja, du Idiot, ne? Hättest du mal alle drei gleichzeitig auf uns gehetzt? Kann er nicht. Nee, kann er nicht. So mächtig ist er dann doch nicht, ne? Lass uns erstmal mit dem klarkommen. Yeah! Voll! Roll. Bitch. Ui. Jetzt erklär mir mal, warum das Ding explodiert, weil wir die drei Statuen erledigt haben, aber... Ich empfange ein Signal. Wir sind zurück auf dem Mars. Pings von überall im System. Andere Geister. Ein Schleier der Dunkelheit wurde gelüftet. Das Licht ist zum Reisenden zurückgekehrt. Der Sprecher ruft uns zurück. Jetzt mal ohne Scheiß. Das war's? Das war's. Das war's? Das war's. Jahrhundertelang haben wir die nahende Dunkelheit gefürchtet. Wir versteckten uns unter einem gefallenen Gott. Das ist jetzt vorbei. Diese Hüter zeigen uns, was wir sind, was wir immer waren und wieder sein werden. Wir sind das, was vom Licht übrig ist, und nichts wird uns auslöschen. Ein Tag der Lobreden und Orden. Doch der wahre Kampf findet da draußen statt. Nimm das. Da draußen ist so vieles, Hüter.
Ich habe schreckliche Dinge aus der Dunkelheit gesehen. Und sie kommen immer näher. Jedes Ende ist ein Anfang. Unser Kampf ist lange nicht vorbei. Yuppie! Dramatische Musik. Also die Musik ist wirklich gut, die Optik ist gut, aber die Story war bisher ein schlechter Scherz.